zurück zu einem weiteren Video in Cities Skylines. Wir haben uns im letzten Video unsere Stadt etwas genauer angeschaut. Was können wir da tun? Wie wollen wir das Ganze handhaben? Und die Leute sind relativ zufrieden, doch wir sehen es hier und wir wollen gucken, wie können wir das Ganze jetzt noch besser machen. Kreuzung an Kreuzung ist definitiv ein Kritikpunkt. Ich habe natürlich auch eure Kommentare dazu gelesen. Das ist natürlich so. Jetzt ist die Frage, was tun wir dagegen? Zumal, weil die Kreuzungen sehr nah beieinander liegen. Das ist natürlich schon ein Problem, weil der Verkehr dadurch sich ja stauen kann, vor allem hier bei der Zubringerstraße vom Kreisverkehr. Das heißt, die Optionen sind jetzt wichtig durchzuspielen und ich würde sagen, die erste Option ist, dass wir hier die Straße trennen und sagen, nee, hier geht nichts mehr rein. Damit haben wir hier schon mal den Verkehr, ja, verbessert, weil da gibt es keine Kreuzung mehr, da gibt es auch keine Häuser mehr. Und dann ist die Frage, wie können wir das Ganze hier für diesen Teil noch verbessern? Das ist auch eine gute Frage. Bloß, da müssen wir mal schauen, wie sich der Verkehr einpendelt. Zumal, weil hier brauchen wir eigentlich auch keine Leute, die hier reindüsen. Das heißt, wir machen mal diesen Teil hier weg. Genauso wie, dass wir diesen Teil hier auch wegmachen und den. Und vielleicht auch den hier direkt an der Kreuzung. Wir wollen ja hier, dass ja, dann eine Einbahnstraße entsteht und möglichst viele Spuren in die eine Richtung führen. Ihr habt ja auch gemeint, wie viele Spuren möchte Daniel? Daniel sagt ja. Ne? Genau, deswegen machen wir das so. Und gleich mal eine kleine Anmerkung zum Beginn, meine Lieben. Und zwar gibt es jetzt dann erstmal keine Videos mehr für ja, 2-3 Wochen, je nachdem. Und zwar, weil jetzt natürlich die perfekte Urlaubszeit ist und jetzt ich auch mal Urlaub habe. Und deswegen kommen jetzt erstmal dann keine Videos mehr. Bedeutet, nicht wundern, wenn es dann mal eine kurze Flaute gibt. Aber ich denke doch mal, dass das kein Problem sein sollte und dass wir bald wieder durchstarten können mit neuen Videos. Wobei sich da aktuell auch was anbahnt, im privaten Bereich, oder was heißt privat, im beruflichen Bereich. Ihr wisst ja alle, dass ich studiere und dass ich auch noch arbeite und hier und da und ja, da wird sich wahrscheinlich auch was ergeben. Das heißt, mal gucken, meine Lieben. Ne? Aber ich will jetzt nicht zu viel verraten, beziehungsweise nicht zu viel Spekulationen schüren. Deswegen gibt es jetzt hier keine weitere Ausführung davon. Aber wir wollen jetzt erstmal gucken, dass wir unsere Stadt noch ein bisschen weiterbauen. Wir sehen ja schon, worauf es hinausläuft hier. So, Moment. Ich mache mal den hier. So, und so. Mal gucken. Ah, ne, hier. Zack. Ja, mach mal so. Eine kleine Nebenstraße. Und hier auch. Und dann schauen wir mal gleich, wie wir die Stadt noch verbessern können in anderen Aspekten. Ah, hier sollten wir vielleicht an die große Kreuzung anschließen, wenn da schon eine ist. Und wir haben nur eine kleine Seitenstraße. Wir wollen ein bisschen Asynchronität auch mal hier in unsere Stadt mit reinbringen. Aber ich will, dass das schön ausschaut. Relativ schön. So, und ja, der Winkel könnte besser sein, ne? Ah, der ist zu stark. Ah, machen wir mal so. Ja, der ist zu schwach. Nee. So wird es nix, so wird es nix. Ja, das muss man manchmal öfter probieren. Wir machen mal den hier. Und schauen, dass wir ein bisschen einen Schwung. Ja, gut. Ja, kann man machen. Schaut ein bisschen komisch aus. Aber ist mal zur Abwechslung nicht verkehrt. So, und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze jetzt hier noch verbessern können. Also auf jeden Fall eine Schule brauchen wir nochmal. Eine Oberschule wäre auch nicht schlecht. Vielleicht auf der Seite. Ja, wobei, wir haben hier schon, aber irgendwie wollen die nicht, die haben keinen Bock. Dann ist eine Bibliothek vielleicht nicht verkehrt. Ich habe da schon die Erfahrung gemacht, dass mit einer Bibliothek deutlich besser wird, was die Schulnutzung betrifft. Und deswegen wollen wir das auch nutzen. Und ansonsten weiter ausbauen, weiter fortfahren. Unseren ja, kleinen Ausbau. Und ansonsten sieht es doch schon mal ziemlich gut aus. Hier das mit dem Industriegebiet wird eh wenig genutzt von anderen Verkehrsteilnehmern, deswegen passt es. Und ja, wir können mal gucken, was wir hier sonst noch so brauchen. Vielleicht Parkflächen. Ja, hier vor allem. Dann bauen wir hier mal einen Park noch hin. Das ist ein kleiner Park. Schaut jetzt hier schon ein bisschen besser aus. Hier oben, die sind auch noch nicht ganz zufrieden. Da ersetzen wir mal das ein bisschen hier mit einem kleinen Karussell. Und ansonsten, Krankenhausversorgung müsste eigentlich relativ gut sein. Wir haben tatsächlich recht wenig Arztpraxen. Sehr wenig Arztpraxen.
Vielleicht sollten wir hier mal noch eine hin machen. Weil, ja, wir sollen ja die Durchschnittsgesundheit verbessern. Das ist schon wichtig und deswegen bauen wir da ein paar mehr hin. Hier in der Hauptstraße noch, neben der Grundschule. Und dann wird es, glaube ich, schon besser. Genauso wie die Gesundheit im Kinderbereich, ja, okay ist. Haben auch nur ein einziges Kinderkrankenhaus, das passt aber. Und ein Altersheim haben wir. Friedhof schaut gut aus und die Krematoriumverfügbarkeit ist so schlecht, weil wir keins haben. Erst ab 15.000. Eine Sauna ist noch so eine Sache natürlich. Das würde auch zum Gesundheitsteil seinen Beitrag leisten. Aber ist nicht unbedingt notwendig. Brauchen wir noch nicht zumindest. Genau. So, ansonsten schauen wir mal. Ich habe natürlich auch eure Kommentare spannend verfolgt. Und gesehen, dass ihr auch meintet, ja, noch mehr mehrspurige Straßen bringen nichts. Ja, das stimmt schon. Aber wenn wir dann irgendwann mal einen großen Verkehrsandrang haben und wir haben mehrere Abbiegerspuren, dann bringt es eben schon so etwas einen kleinen Vorteil, weil wenn wir dedizierte Abbiegerspuren haben können, dann ist es definitiv besser als Mehrfachspuren, Mehrfachzweckspuren. Hier zum Beispiel haben wir so ein Beispiel dafür. Naja, wir gucken einfach mal. Ansonsten habt ihr gemeint, verkehrstechnisch muss man ein bisschen gucken, ein bisschen aufpassen. Das stimmt. Ich sehe da das Problem hauptsächlich in den Straßen, die zu oft Kreuzungen haben, wie zum Beispiel hier. Das ist halt so eine Sache. Da sollten wir vielleicht nochmal angehen. Wir sehen jetzt hier aber, dass wenigstens schon mal keinerlei weitere Kreuzung hier reinführt. Also das war mal, ist jetzt nicht mehr so. Und hier ist jetzt eine Einbahnstraße für die ankommenden Fahrzeuge. Und die können sich entsprechend einordnen. Das finde ich halt auch ganz gut so. Und ja, da müssen wir gucken, wie wir das weitermachen können. Ansonsten, der Verkehr fließt ja. Also es gibt keinerlei großen Rückstau oder so. Das ist schon mal gut. Nicht so gut ist natürlich, dass wir dann irgendwann mal Verkehrsprobleme kriegen, wenn es mehr Einwohner werden auf den entsprechenden Straßen. Aber da schauen wir, dass wir das irgendwie vermeiden können. Hier würden sich wahrscheinlich auch nochmal so Brücken lohnen für die Passanten. Das ist zwar nur eine temporäre Hilfe, aber wir wollen ja auch schauen, dass wir das gut hinbekommen mit den Passanten. Das war nicht so. Und wir wollen hier einen Weg runter haben. Ah ja, perfekt. Und dann bauen wir mal ein bisschen weiter aus und schauen, wie sich das hier auswirkt auf unsere schöne Stadt.
So, wir haben ein bisschen weiter ausgebaut und wollen jetzt mal schauen wegen dem Stromverbrauch. Das ist jetzt auch wieder kritisch. Wie schaut es denn mit Wasserkraft hier aus? Also hier hätten wir eine relativ gute Produktion, denke ich, weil der Fluss ist recht stark. Jetzt kaufen wir mal, oh Gott, nein, nicht Blitze. Oh, das ist grausam, Leute, kann ich euch sagen. Wir kaufen mal hier das Land nebendran, vielleicht hier. Und schauen mal, wie gut es hinhaut. Also, wenn das eine Option ist. Ansonsten lassen wir es natürlich. Ah, perfekt. Hier hat es direkt unsere Masten zerhauen. Wegen den Blitzen. Wir haben Unwetter. Perfekt. Ansonsten, Müllprobleme kommen auch langsam zum Tragen. Auch schlecht. Jetzt schauen wir erstmal, was das hier an Produktion abwerfen würde. 16 Megawatt ist halt gar nichts. Das ist halt so gut wie... Ja, gar nichts. Wir müssten halt einen recht hohen Damm bauen. Dann gibt es auch mehr. Hier sehen wir schon 64. Bloß wo das möglich ist, ist die Frage. Hier hätten wir dann 80er. 80 Megawatt ist schon gut. 96 Megawatt ist auch schon sehr gut. Aber mal schauen, wie wir das irgendwie jetzt hier hinkriegen. 64, 96. 96 ist das höchste der Gefühle. 96. Also die Frage ist, wie kriegen wir hier die 96 Megawatt am besten hin? Hier haben wir die 96er. 242.000. Die Frage ist, wie gut fließt dann auch noch das Wasser? Aber 96 Megawatt ist ziemlich gut für eine grüne Energie, würde ich jetzt mal tippen. Wir schauen nochmal hier. 64. 80. Ja, wird nicht viel besser. Also je mehr Breite wir haben an Fluss, desto besser ist es wahrscheinlich. Ah, ist schwierig. Dass 96 Megawatt auch ein bisschen wenig finde. Aber wir müssen das irgendwie stauen. 80. 80. Ich will, dass es auch gut ausschaut, aber wir brauchen halt recht viel. 80er. Ein bisschen wenig, ne? Ein bisschen wenig Möglichkeit. Ansonsten haben wir natürlich auch noch einen Aufwindsolarturm zum Beispiel. Ja, also ein Solarturm wird mehr bringen. Gehe ich mal fest davon aus. Da können wir auch die Produktion dann auslagern, brauchen aber Feuerwehr in der Nähe. So viel steht fest. Wir schauen mal ganz kurz. Hier sollten wir vielleicht noch etwas ändern. Mal schauen, wie. Wenn wir hier weiterbauen, je nachdem. Geht das überhaupt? Ja, das geht. Okay. Schauen wir mal. Hier bauen wir weiter. Dann bauen wir mal ganz kurz das Zeug hier auch um. Kohlekraft dahinter. Er lädt um. Dann können wir noch ein bisschen mehr Recycling hier bauen. Und entsprechend auch unseren Aufwind-Solarturm. Was aber zu wenig Platz hat. Okay, gut zu wissen. Dann müssen wir das in ein neues Industriegebiet dann klatschen. Je nachdem. Eher hier in die Richtung. Auch wenn das natürlich nicht so genial ist. Aber schauen wir mal. Weil damit haben wir dann wieder genug Strom, mehr als genug Strom, wie wir sehen können. Da können wir auch das Budget dann senken. Weil so viel brauchen wir dann gar nicht. So, 100%. Und wir sehen, 436 Megawatt lohnt sich schon deutlich mehr als zum Beispiel jetzt so ein Staudamm. Also die Kosten-Nutzen sind hier deutlich höher. Und ansonsten wird es uns auch lange, glaube ich, dienen als guter Strombringer. Die Frage ist nur hier, ob wir noch mehr Feuerwehr brauchen, aber wir haben eine eigene Feuerwache hier. Ich glaube es nicht. Die macht ja nichts anderes, als nur das Industriegebiet zu schützen. Gut, Abwasser ist jetzt so eine Sache natürlich. Wir wollen auch ein bisschen grüner werden. Das gefällt mir halt hier auch nicht gut, ne? Es ballert hier den ganzen Schmodder raus und hier ist schon alles ganz braun. Nee, so machen wir nicht weiter. Wir machen das jetzt anders. Wir bauen mal hier ein bisschen um. Wir machen die weg. Und bauen stattdessen solche hin. Und das Ganze auch ein bisschen mehr, weil davon braucht man mehr. Schauen wir mal. Das sind Öko-Abwasser-Austritte. Das ist schon gut. Das hilft auf jeden Fall. Nicht mehr ganz so dreckig. Und ich glaube, es gibt sogar noch welche, die nehmen auch das schmutzige Wasser und leiten es irgendwie in den Boden oder irgendwie sowas. Schauen wir mal. Pumpendienst. Frischwasseraustritt. Über den Frischwasser wird überschüssiges Wasser ausgeleitet. Es kann frei auf trockenem Land platziert werden. Ah, damit kann man Seen und Teiche erstellen. Das ist mir neu. Aber es schaut cool aus.
Gut, dann machen wir eine Inlandwasseraufbereitung vielleicht. Muss aber hier in der Nähe gebaut sein. Okay, dann machen wir hier mal einen Weg rein. Für das hier. Und dann schauen wir mal. Noch nicht ganz optimal. Wollen wir schon am Stromnetz teilhaben lassen. Und eine Öko-Inland-Wasseraufbereitungsanlage. Was den Boden verschmutzen wird, aber hier muss ja keiner wohnen. Sehr gut, okay. Ja, dadurch haben wir auch ein bisschen bessere Abwasserklärung. Und das Wasser, was hier abgeleitet wird, ist nicht mehr ganz so schmutzig. Und die Wasserverfügbarkeit... Oh, was ist denn hier los? Stromprobleme. Warum? Stromverbrauch ist ganz gering. Irgendwo hat es was eingeschlagen. Irgendwo hat was... Hier. Nee. Irgendwo, irgendwas geht gerade nicht. Die Anbindung fehlt. Hier. Ja. Da hat es eingeschlagen. Das ist natürlich ein Nachteil, ne? Keine Frage. Wenn da mal hier das einschlägt, wir machen mal ein paar redundante Sachen hin. Weil, ja. Wenn der Blitz einschlägt und die ganze Stadt ist auf einmal dunkel, auch nicht so schön. So. Ansonsten, Frischwasserzug machen wir hier. Und wir können, ja, das eigentlich so lassen. Sind jetzt für die Zukunft gut gerüstet. Und können dann weiterschauen, denke ich mal. Ja, also der Ausbau, der gestaltet sich natürlich in Zügen, nenne ich es jetzt mal. Hier brauchen wir dann auch wahrscheinlich noch Bildung. Die fehlt hier gänzlich. Die machen wir vielleicht hier. In der Oberschule auch daneben. Weil das wird sich hier natürlich noch ausbauen. Da müssen wir gucken, wie wir das dann genau handhaben. Was ist eigentlich hier mit der Oberschule? Ah, das dann. Na, doch, passt. Gut. Das schaut gut aus. Dann bauen wir mal unser Wassernetz weiter aus. Und so geht die kleine Stadt voran. Denke ich doch mal. So. Verkehrsoptimierungen und solcherlei Dinge, die machen wir dann, wenn es auch soweit ist. So. Aber aktuell braucht es das nicht. Oh, doch, braucht es schon. 65%. Ja, hier haben wir jetzt ein Problem. Rückstau auf beiden Autobahnen. Und zwar, uiuiui. Derbe Rückstau. Das heißt, in unserem Fall mehrspurig wäre gut. Und das irgendwie neu zu organisieren hier. Das ist natürlich ganz, ganz grausam hier. Gut, dann ist die Frage, ausbauen kann man es wahrscheinlich nicht auf eine zweispurige. Zweispurig. Das wird nicht gehen, oder? Bedingt. Oben geht's wieder. Zweispurige Autobahn hier. Dann haben wir das ein bisschen verbessert. Und dann machen wir das hier auch zu einer zweispurigen. Hier mal mit Lärmschutzwänden. Aber hier haben wir das Problem hier mit der Autobahn, die drüber führt. Machen wir die mal kurz weg. Dann schauen wir mal, wie wir das anderweitig handhaben. Okay, wir machen jetzt zuerst mal die untere. Zweispurig schön, das weg. Zweispurig. Die Ausfahrt, die passt. Das ist kein Problem. Jetzt ist nur die Frage, wie können wir das jetzt dann beides zusammenführen? Okay, wir machen mal hier mit Lärmschutzwand. Wenn wir schon handhaben, wenn wir das ein bisschen runter tun. Oh, Moment. Wir brauchen eine Kurve. So zum Beispiel. Geht es auch runter? Ja. So. So. Dann musst du es hier auf die zusammenführen. Wenn es gleichzeitig zusammenführt, bin ich auch nicht der Fan. Machen das mal runter. Vielleicht hier. Mal schauen, wie das jetzt hinhaut hier mit dem Verkehr, mit dem Layout. Also jetzt jeweils zweispurig und dann führt es hier auf die Autobahn drauf. Schauen wir, wie die Verkehrsregelung ist. Mal schauen hier. Wir haben natürlich Vorfahrt. In der Regel. Aber jetzt fahren die halt gar nicht mehr, ne? Auch schlecht.
Müssen wir mal schauen, wie wir das handhaben. Also das ist jetzt hier schon ein heftiger Stau, der sich hier ergibt. Finde ich. Ja, wird nicht viel besser, ne? Rückstau, Ewigkeiten. Und die zweite Spur nutzen sie auch nicht. Weil sie hier alle auf eine Spur wechseln. Verwirrung ist komplett. Okay, ich glaube, einer der Probleme ist halt dieser Weg, der direkt hier reinführt, weil der da ist. Und wenn wir den umbauen, wird es, glaube ich, besser. Wir probieren es einfach mal, indem wir den Ausgang hier wegnehmen und dann schauen, dass wir eine mittlere Industriestraßenabfahrt vielleicht früher, nee, nicht wirklich, weil dann wechseln sie ständig nur die Spuren. Lassen wir ihn mal weg. Lassen wir ihn mal weg und schauen, wie sich der Verkehr hier entwickelt. Ich denke, dass das besser ist. Wir haben jetzt das Ganze schon mehrspurig gemacht, dadurch nutzen sie jetzt wenigstens hier beide Spuren und es gibt keinen Rückstau mehr hier. Und auch hier ist es viel besser geworden, aber ich glaube, der Verkehr ist auch ein bisschen jetzt despawned. Mir gefällt halt der nicht, dass die sich so zieren mit dem Zusammenführen der beiden Autobahnen, obwohl jetzt nichts mehr groß im Weg steht. Bisschen blöd, ne? Aber jetzt, schau, jetzt ist schon deutlich besser. Jetzt ist schon deutlich besser nach einer gewissen Zeit. Muss dir ein bisschen Zeit geben. Dann sehen wir, dass hier das wieder besser fließt. Jetzt kommt natürlich recht viel Verkehr hier an. Und das führt zu Problemen bei dieser Kreuzung, weil diese Kreuzung ist ein bisschen dumm. Machen wir die mal weg. Und dann müssen wir jetzt gucken, wie wir die aber hier rüber führen. Die fahren ja hier lang, die können hier rüber. Frage ist, können die auch in den Kreisverkehr? Nein. Das sollten wir vielleicht noch beheben. Dass die von hier auch in den Kreisverkehr rein können. Mit einer Einspurigkeit vielleicht. Hier rüber. Wir machen mal den hier. Nach links, nach rechts. Und dann vielleicht irgendwie in den Kreisverkehr rein. Aber hier mit ein bisschen besserem Winkel. Das ist wieder grausam, Leute. Grausam. Ja, der Winkel geht mal wieder gar nicht auf. Tipptopp. Gut, dann machen wir es anders. Dann machen wir das wieder explizit zum Kreisverkehr. Zack. So. Damit die wenigstens eine Möglichkeit haben, rüberzukommen. Schöner kann man es dann später auch noch gestalten, keine Frage. Aber das ist ganz gut, denke ich, weil dann gibt es jetzt hier keinen Rückstau mehr. Der Verkehrsfluss erhöht sich auch sehr gut. Und dann gibt es natürlich, das verlagert sich immer an die nächsten Kreuzungen. Aber wenn das dann fließen kann, ist das gut. Hier ist natürlich dumm, dass die Sachen nebeneinander liegen, aber okay. Wir haben jetzt schon fast 15.000 Einwohner, Leute. Das ist heftig. Also es scheint bisher zu funktionieren. Unsere große Stadt jetzt mittlerweile. So muss das sein. Krematorium freigeschalten und das Ganze drumherum. Ein Krematorium wäre natürlich gut, weil wir dort dann etwas die Friedhofsauslastung reduzieren können. Wenn die Leute verbrannt werden wollen. Ansonsten schauen wir mal ganz kurz Arztpraxen. Schaut gut aus. 72%ige Durchschnittsgesundheit. Das können wir noch erhöhen, wenn wir wollen. Und ansonsten kommen wir eigentlich ganz gut zurecht, oder? Ich denke doch mal. Ja. Schaut gut aus, soweit. Schauen wir mal, wie wir das Ganze jetzt noch ausbauen können. Wir haben entsprechende Verfügbarkeitsprobleme. Wir wollen das noch ein bisschen verbessern. Das heißt, wir bauen hier weiter die Straße aus. Vielleicht in großem Abstand. In dem Fall. Auch wenn es außerhalb der Stadtgrenzen ist, dann machen wir es so. So. Und hier aus.
So, und dann bauen wir das jetzt noch ein bisschen weiter. Und sorgen dafür, dass wir immer schöne Fußgängerwege haben, wie hier zum Beispiel. Die will ich auf jeden Fall beibehalten, auch hier in dem Park, rüber beim Park. Zack, sehr gut. Dann brauchen die nicht so viele Autos nehmen. Vor allem, wenn sie nur einen Block weiter wollen. So, hier auch. Zur Schule vor allem hier. Nehmen wir den dafür. Zack. Okay. Ja, schaut aber ganz gut aus. Und dann machen wir hier mal ein bisschen Gewerbegebiet. Gut. Sehr gut. Dann haben wir das jetzt hier ein bisschen noch ausgebaut. Sind jetzt schon über 15.000 Einwohner und haben jetzt ein bisschen was am Verkehr gemacht, muss man auch sagen. Aktuell schaut das Ganze jetzt auch wieder sehr gut aus, 78%iger Verkehrsfluss, aber mich interessiert natürlich auch eure Meinung, was ihr denkt, vor allem hier zu unserem kleinen Ausbau. Ja, und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao.